Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Summer Car. Ja gut, das ist jetzt nicht unser Sommerauto. Wäre auch zu schön, obwohl prinzipiell will ich das Ding auch nicht fahren. Ja, wir sind hier in der vierten Folge, keine Ahnung. Vierten? Glaube ich. Fletaria offen. Und ja, ich dachte mir jetzt mal, ja, kannst mal wieder eine neue Folge My Summer Car aufnehmen. Gab's jetzt lange nicht mehr. Gab's jetzt lange nicht mehr. Wo sind meine Pakete? Hab ich die schon? Hey, Tari. Wo zur... Also, hä? Verschwinden die nach dem Speicher oder? Oder habe ich die jetzt irgendwo hingelegt? Weil ich bin mir nämlich nicht mehr so ganz einig. Ich habe nämlich hier ein bisschen was immer rumgebastelt mit dem mit den Safe Games. Wegen Multiplayer und so. Deswegen bin ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Okay. Was an meinem Kopf schwirrt, sind diese Fälchen. Okay, nein, eigentlich nicht diese Fälchen, weil dazu habe ich kein Geld. Aber ich möchte gerne diese... Aber kann ich ja jetzt nicht. Ich muss sie ja auf den Dings legen. Ich würde sagen, ich mache einen Cut und tut das... Spiel vielleicht neu laden. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich getan habe. Aber ich bin wieder da und ich habe es anscheinend gefixt. Ja. Oder auch nicht. Okay, Freunde, ich habe nachgeguckt. Komischerweise liegt hier noch mein Moped und hier sind die Räder. Anscheinend hat das Spiel ein bisschen gebuggt. Aber immerhin sind sie noch da. Ja, ja. Tschüss. Und ja, ich werde mich dann auf den Weg machen wieder zu Fletari. Okay, angekommen bei Fletari. Keine Ahnung, warum der Hänger abgekoppelt ist. Ich musste all meine Mods irgendwie nochmal umändern, weil irgendwie bei mir so eine Fehlermeldung kam. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt umgeändert habe. Aber es hat danach nicht mehr gemeckert. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Okay, nein, die Bierkiste, die behalte ich, die kriegst du nicht. Okay, so, und das eine Wheel noch. So. Und jetzt. Mach dich ran an die Arbeit. Ich setze mich dann gleich hier hin. 10% Rabatt. Nein. Ach, hier. Standard. Mehr brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Ja. So, mach dich ran. Ich setze mich jetzt hierher. Trink jetzt mal ein Bier. Warte jetzt auch, bis du fertig bist. Okay, ich bin wieder da. Und so wie es aussieht, ah, das ist fertig. Und das sind unsere schönen Räder. Sieht gar nicht mal so blöd aus. Also, ich wollte gerade sagen. Keine Ahnung, warum die jetzt hier so rumliegen, aber... Aber ich kann dir als Entschädigung eine leere Flasche geben. Frag mich, was das eigentlich für eine Flasche ist. Guck ich jetzt mal drauf, steht denn da drauf? Kann ich nicht lesen, ne? Kalia. Kivalia. Okay.
Schenke ich dir. Ich bedanke mich und da würde ich sagen, fahren wir mit den Rädern wieder nach Hause. Wir haben ja schließlich noch viel vor. So. Geht doch. Warte mal. Okay, das Ding ist angekuppelt, aber irgendwie nicht. Wie darf ich das? Ja, ramm mal schön das Auto weg. Okay. Ich hinterfrag's einfach mal nicht. Ich hänge einfach wieder dran. Jetzt ist er dran. So. Da wollen wir mal, gell? Gott, ich bin müde. Das ist nicht so gut. Okay. Das ist gar nicht gut. Ich meine, muss ja noch irgendwie nach Hause kommen. Wir haben es hellster Tag. Kann ich müde sein? Also, ich weiß wie, ja, aber geht ums Prinzip. Das Ding ist, das ist hier ja keine Gegend, wo du hier mal einfach so einschlafen kannst. Vor allem nicht, wenn du nicht gesichert bist. Gab ja jetzt wieder neue Updates. Irgendwie, man kann nicht mehr auf den Schienen fahren, was ich schade finde irgendwie. Oh Gott. Das meine ich. Okay. Boah, das war knapp. Obwohl ich glaube, wir wären die Stärkeren gewesen. Aber trotzdem. Okay, also haben wir wenigstens die Gefahr schon mal hinter uns. Er steht dort immer noch. Ich hoffe, der ist. Ich hoffe, dem geht's gut. Okay. Sie. Sie, sie, sie. Hier wohnt unser Kumpel. Oder unser noch Kumpel. Also, er wird noch unser Kumpel. Mal sehen, wann. Ich wäre ja froh, wenn wir den Van hätten. Aber den haben wir nicht. Der wurde dann irgendwann mal rausgepatcht, dass man den nicht als Standardauto hat. Solange ich nicht komplett einschlafe, ist es egal. Ist das Auto? Tatsache. Das ist ein altes Auto. Kann man das nicht irgendwie verkaufen? Gibt mir noch satten Bündel Geld. Okay, also das merken wir uns. Ist aber zum Glück auch gleich an der Straße. Okay, Hälfte schon mal geschafft.
glaube, ich mache auch wieder so kleine Cuts, so dass ihr das nicht miterleben müsst. Weil das dauert halt schon echt lange mit 22 km/h. Aber wer auch diese Feldwege gemacht hat, fühlt man sich richtig wie auf einer Rennstrecke. Aber ich will jetzt noch nicht schlafen. Weil, also, dann ist es dunkel. Ich wollte eigentlich das Auto noch bei Tag aufbauen. Und wir sind zu Hause angekommen. Endlich. Also, sobald wir den Satsuma haben, fahren wir nur noch mit dem Satsuma. Das ist echt schlimm. Endlich zu Hause angekommen. Das Ding kann ja erstmal so stehen bleiben. Und das Telefon klingeln. Schon. Ah, egal. Ich soll da was trinken. Und dann nehme ich hier das Ding jetzt. Hebe das Auto an, schiebe die Räder drunter und dann. So ähnlich. Okay. Webkasten, Räder. Rad Nummer 1. 13. Wo ist mein Werkzeugkoffer? Okay, ich habe ihn gefunden. Macht jetzt mal einfach dran, weil bei den sauberen Felgen sehen die gar nicht mal so bad aus. Okay, Rad Nummer 2. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. So, und jetzt werden wir gucken, ob das Ding läuft oder nicht. Es läuft nicht. So, jetzt gibt es bloß ein paar Optionen. Das Ding hat noch gar keinen Kalorien. Warum habe ich kein Kalorien im Shop gekauft? Ist das mein Ernst? Okay, ich fahre zum Shop und guck nach. Brauchen wir sonst noch was? Irgendwelche Flüssigkeiten, die ich. Okay, ja. Ich habe gleich noch ein bisschen was anderes mitgebracht. Zweimal Öl. So, zweimal Öl. Erstmal das. Okay, Öl ist aufgefüllt.
Oh. Er hat sie mal eingenickt. Oder auch nicht, aber das war, glaube ich, ein ganz eindeutiges Zeichen, dass wir schlafen sollten. Die ist schlecht. Die aber nicht. Und Essen hätte ich auch gleich mitbringen sollen. Jetzt weiß ich, warum man sich Einkaufslisten macht. Das Ding ist, in Real Life mag es vielleicht noch gehen. Hier nicht. Okay, Motoröl ist jetzt auch erstmal nicht nötig. Okay, das Ding auch Kühlflüssigkeit. Okay. Kühlflüssigkeit. Check. Brems- und Dingsflüssigkeiten. Habe ich auch gleich zwei Stück mitgebracht. Okay. Hätte ich doch drei mitbringen sollen. Ja, Hauptsache das Ding läuft. Erstmal. Das wird. Das ist immer noch Tag. Ich habe halt keinen Kaffee hier. So. Eine Batterie habe ich notfalls auch nein mitgebracht. Und Öl dann notfalls auch. So. Jetzt der Kalbe. Sitzt er? Nee. Ich müsste nochmal nachziehen. Wunderart. Oder? Oh, finde ich, sieht gut aus. Kann man machen? Muss man nicht, aber kann man. Sieht, denke ich, gut aus. Ja, und dann versuch noch mal Ruhe. Das. Er funktioniert immer noch nicht. Vielleicht. Aber warum nicht? Jetzt bin ich überfragt. Ich sollte vielleicht auch Haube öffnen. Öl hat er. Batterie nicht voll. Leer. Setz mal einen neuen Ölfilter drauf. Auch wenn ich weiß, dass das nichts zur Sache hat. Aber einfach nur um aus Prinzip. Batterie? Das sind das Achter. Ach lol, die andere war gar nicht angeschlossen. Dann war vielleicht deswegen. Ich meine, angeschlossen muss es schon sein. Nee.
Weiß nicht, was das heißt. Aber egal. Ah, ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Das war's für die Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, Support wäre geil. Müsst ihr nicht. Aber würde mich freuen. Ja. Das Auto ist nicht ganz fertig gewesen. Bekomme ich. Ich werde mich informieren. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, an was noch liegen könnte. Ja. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.